Hey Leute, ich freue mich jetzt ganz besonders, euch eine Kuva Hint mit 60% Gift zeigen zu dürfen. Und ich muss sagen, ich mag die Kuva Hint, ist eine grundsolide Waffe. Mehr, die ist richtig stark, macht Spaß, lässt sich sehr gut anwenden, ist sehr präzise, ist einfach ein sehr, sehr gutes Teil. Dazu kommt, dass wir schöne Crit-Werte haben, auch schönen Status haben. IPS stimmt auch, das heißt, wir haben einen hohen Schnittwert und alles in allem. Ja, die Waffe ist einfach sehr gut. Wir haben drei verschiedene Feuermodis, vollautomatisch, halbautomatisch und Salve. Ich lese die einzelnen Stats jetzt nicht vor, aber was ihr zum Beispiel seht, beim Salve haben wir 25% Crit, beim halbautomatisch 37% und beim vollautomatischen Modus nur 21%. Bedeutet, wenn wir im halbautomatischen Modus spielen, haben wir den schönsten Crit-Wert, was man auch gerade merkt, wenn man mit Argon-Fernrohr spielt. Aber ich selbst bin da eher ein Fan von dem Salvenmodus. Aber ist alles ein bisschen Geschmackssache. Ich gehe halt danach, ich habe viele Schnittprocs, weil mein Schnittschaden relativ hoch ist im Vergleich zu den anderen IPS-Werten. Aber mein Virusschaden ist halt dominierend. Aber da wir Jägermunition drin haben, machen wir so auch nur viele Schnittprocs. Und naja, durch den Salvenmodus bekommen wir halt sehr viele Viralprocs auf den Gegner drauf. Was bedeutet, unser Schnitt skaliert sehr schön. Aber werde ich euch gleich alles zeigen. Drin habe ich Einkerbung geteilte Kammer, dürfte klar sein. Punktangriff scharf sind, brauche ich auch nichts dazu zu sagen. Raueiskugeln, damit es sich mit Gift zu Virus verbindet. Gift, ich würde euch an dieser Stelle auch zu 100% für Gift raten bei dieser Waffe. Dann Jägermunition für die Schnittprocs, Vigilanter Eifer für Feuerrate und den Vigilantenbonus und Vigilante Vorräte. Auch nochmal für den Vigilantenbonus und vielleicht noch ein bisschen, dass man besser mit der Munition klarkommt. Aber an sich habe ich den Mod nur drin für die mehr Crit-Chance. Ich fange jetzt mal an mit dem vollautomatischen Modus, weil ich auch sagen muss, das ist der langweiligste. Der ist immer noch sehr gut, aber die anderen sind besser. Dann kommt jetzt der Salvenmodus. Ich höre gerade mal auf, ihr seht, ich habe jetzt schon 10 Viralprocs auf dem Gegner drauf. Und das ist auch das, was ich an diesem Salvenmodus so mag. Ich brauche nicht viele Schüsse, aber dadurch, dass ich halt mehrere Kugeln pro Schuss abfeuer, meine Procs halt direkt oben. Dann jetzt noch den halbautomatischen Modus. Da war ein Red Crit dabei. Auch übel. Aber ich bin einfach ein Fan von dem Salvenmodus. Halbautomatisch ist vermutlich etwas besser, aber lässt sich meiner Meinung nach nicht so schön spielen wie der Salvenmodus. Ja gut, viel mehr gibt es dazu jetzt eigentlich nicht zu sagen und zu zeigen. Ich mag die Waffe, ich finde die hat richtig Power und alles in allem, ja, ihr seht's, die kann Gegner ganz easy in Stücke reißen. Was ich noch nachschauen könnte gerade, wäre noch, welche Riven-Disposition wir hier haben. Also wir haben eine Dreier-Disposition und ja, ein Riven für die Waffe ist absolut keine schlechte Wahl. Ich würde dann vermutlich einen mit Crit-Chance und Crit-Schaden nehmen, Argon-Fernrohr rausnehmen und dann nur noch mit dem halbautomatischen spielen. Aber solange wir halt keinen Riven haben, bevorzuge ich selbst jetzt noch den Salvenmodus. Wobei ihr habt es gesehen, der halbautomatische ist stärker, aber halt etwas unangenehmer zu spielen. Ich kann euch jetzt auch mal zeigen, was passiert, wenn ihr den Feuerraten-Mod rausnehmt, wie dann noch unsere Feuerrate ist. Also ist auch in Ordnung. Dann könnte man noch Vigilante Eifer reinmachen. Aber ob man das halt mag oder nicht, müsst ihr wissen. Ich kann es euch gerade auch mal zeigen, wie sich dann Vigilante Aufrüstung darauf auswirkt. Also die Waffe wird dadurch um einiges stärker. Aber ich muss sagen, an der Stelle bevorzuge ich ganz klar die zusätzliche Feuerrate. Naja, aber ich denke, der Unterschied ist nicht sehr groß.
Was ich an dieser Stelle natürlich auch nicht vergessen darf, euch die Waffe einmal noch mit Arcanas zu zeigen. Und das ist richtig übel. Also ich mache jetzt Arcana Rage rein für mehr Schaden und Arcana Beschleunigung für noch mehr Feuerrate. Aber da gibt es auch noch ein paar andere Alternativen. Und gerade wenn ihr auf noch mehr Feuerrate geht, könnt ihr dann anstelle von Vigilanter Eifer Vigilante Aufrüstung reinmachen. Aber ihr seht schon, wie übel dann die Salve reinhaut. Halbautomatik. Und natürlich noch Vollautomatik. Aber da man relativ selten mit zwei Waffen-Arcanas spielt, außer bei Nahkampfwaffen, würde ich auch vermutlich hauptsächlich auf das Feuerraten-Arcana verzichten, nur das Schadens-Arcana reinmachen und weiterhin mit Vigilanter Eifer spielen. Gut, ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.